isn't pierced at all. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Let's Play von Landwirtschaftssimulator 2015. Wie versprochen ist das Radio aktiviert worden. Ja, ich habe das Radio aktiviert. Ja, naja, eigentlich ist es nur die Musik. Also die Playlist habe ich mal gestartet. Und mit der GEMA freien Musik. Sonst meckern die ja wieder rum. Oder meckert die GEMA ja wiederum. Ja, ich meine, okay, die GEMA ist schon sinnvoll, aber verstehen kann ich es ja auf der einen Seite, aber auf der anderen, es ist so nervtötend mit der GEMA manchmal. Vor allem bei Euro Truck Simulator, da wurden so viele Folgen gesperrt. Weil da war wirklich das Radio, habe ich gedacht, ja, okay, die werden wohl schon GEMA-freie Musik verwenden, aber war nicht so. Schade eigentlich, naja. Ich glaube 8 Folgen wurden gesperrt und bei einigen wurde nur der Ton deaktiviert. Ach, das ist doch. Schön war das auf jeden Fall nicht. War ziemlich nervtötend. Achso. Und man kann jetzt keine riesigen Grupper mehr hinter sich herziehen, wie man mit so einem kleinen Trecker wie hier. Wie man das beim LS13 konnte. Ja, finde ich auch gut gemacht. Also Respekt an die Spielemacher. Oder eher gesagt Entwickler. Und es gibt wieder kleine Ruckler, weil ich ja immer noch im Hintergrund render. Hoch mit dir und einmal drehen. In den Kurven neigt er sich auch schön zur Seite, auch wenn man nicht schnell fährt. Einfach nur geil gemacht. Muss ich immer wieder sagen, aber das ist nun mal so, da kann man nicht abstellen. Kann ich nur empfehlen zu kaufen. Ja, das ist wirklich schade, wenn es nicht auf deinen Rechner läuft, aber eigentlich ist die Engine ziemlich gut auf niedrigste Einstellungen, auf niedrigsten Einstellungen reichen 2 GB RAM auf jeden Fall aus. Ein Kumpel von mir hat nämlich nur 2 GB RAM und hat das. Und seine Grafikkarte ist auch nicht die beste, aber es funktioniert. Ich habe, wie du ja wahrscheinlich noch weißt, 8 GB RAM und nicht die beste Grafikkarte, aber schon eine gute. Jetzt keine 10.000 Euro Gamer Grafikkarte, eine ganz normale Gaming Grafikkarte. Auch eine GeForce. Jo. Von Nvidia. Oh, und das Video ist bald fertig gerendert. Von Space Engineers rendere ich nämlich immer noch im Hintergrund. Aber den größten Teil rendere ich meistens, wenn ich gerade, keine Ahnung, einen Film gucke, der ein paar Stunden geht oder zumindest eine Stunde. Oder wenn ich auf YouTube mal ein paar Videos gucke oder ein Infovideo oder sonst was, vielleicht auch ein Let's Play. Wenn ich halt irgendwas mache, außer aufnehmen oder zocken, dann rendere ich die meistens.
wenn ich da nochmal dran denke. Und ja, ich weiß, es ist gerade nicht so spannend, aber einige wollten ja, dass ich die Arbeit hier mehr übernehme. Ich glaube, gleich stelle ich mir Hilfe ein, das dauert mir echt zu lange. Oder wie weit bin ich hier mit dem Feld? Hallo mit dir. Nee, ich stelle mir Hilfe ein. Geht das aber noch ein Tag? Ja. Gucken wir mal zu, wie der Helfer das so macht. Hey, jetzt kann ich euch nochmal die Animation vom Nahen zeigen. Hier spritzt der Dreck schön hoch. Das ist auch geil, dass er vorne die Erde aufwühlt. Ja. Mehr kann man echt nicht erwarten. Mal gucken, ob er anhält, wenn ich mich hier vorne hinstelle. So, mal ganz kurz warten. Okay, der hält wunderbar an. Dann schnappe ich immer die schnappe ich mir mal hier die Seemaschine. Ups. Hoch mit dir. Innenansicht und ab zur Feldgurke. Natürlich muss ich in die andere Richtung, das wusste ich. Oder? Ja. Soll nicht direkt auf der anderen Seite vom Hof, sondern doch ein bisschen weiter weg, aber kein Problem. Die Entfernung ist so. In Ordnung. Die Armaturen, das ist echt alles schön gemacht hier. Und gleich wird der Dolz hier auch schön dreckig werden. Und ich muss ihn auch noch befüllen. So. So, und links abbiegen. Oh, ist ja auch schon ordentlich Dreck auf der Scheibe. Ich freue mich schon, wenn die das mit dem Lenkrad und Gamepad gefixt haben. Wobei ich ja kein Gamepad besitze, aber ein Lenkrad habe ich ja. Ein Gaming-Lenkrad. Was möchte ich denn pflanzen? Was kann man denn gut verkaufen? Oder was lässt sich denn schon teuer verkaufen? So. Wie war das?
Es wird schneien. Hä? Verstehe ich nicht. Hageln soll es wahrscheinlich sein. Für Raps gibt es mal wieder das meiste, aber ich glaube fast, dass ich Gerste lieber anpflanzen möchte. Weil man da dann auch noch Strohballen pressen kann. Ach komm, pflanzen wir Gerste an. Ja. Saat wählen, oh. Das sollen wohl Mais sein, Zuckerrüben, Weizen, Gerste. Und Sämaschine befüllen. Oh, ich glaube, die Preise dafür sind gesunken, das ist ja auch schön. Hier muss ich gar nicht hin. Kann ich hier denn runter? Ja. Wunderbar. Hier ist sogar noch richtig hier die Straße. Und da vorne ein Gewicht an. Ja. Wieder die bekannte Weihnachtsmusik. Ich sollte echt mal ein paar Lieder da hinzufügen. Das hier müssen wir uns auch nochmal irgendwann genauer angucken. Aber jetzt ist dafür keine Zeit. Wir haben ja was zu tun. Ich drehe schon mal wieder den Tempomat ein bisschen runter. Oh, er ist schon auf 1 km/h. Stelle ich ihn mal wieder auf 10. Okay, und in der nächsten Folge wirst du sehen, ja, wie ich hier Saatgut in die Erde reinpflanze, oder eher gesagt, wie ich sehe. Okay, naja, dann bis zur nächsten Folge, ich hoffe, wir sehen uns da wieder, und naja, vergessen Daumen hoch nicht. Bis dann, ciao.